Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Heute geht es um haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Ich zeige euch, für welche Sachen man diese Steuerermäßigung noch in Anspruch nehmen kann. Und ich verspreche euch, da gibt es einiges. Die in § 35a des Einkommensteuergesetzes begünstigten Handwerkerleistungen, haushaltsnahen Dienstleistungen und haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse müssen in einem inländischen Haushalt erbracht werden. Liegt der Haushalt im EU- oder EWR-Raum, sind die Kosten ebenfalls absetzbar. Dabei zählt zum Beispiel der Garten, aber auch Zubehörräume und Außenanlagen ebenfalls zum Haushalt. Hangeln wir uns also einmal am Gesetz entlang. Dort geht es nämlich los mit den haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, bei denen es sich um eine geringfügige Beschäftigung, also einen sogenannten 450-Euro-Job handelt. Also wenn jemand für euch das Wäschewaschen, Putzen, Bügeln, auf die Kinder aufpassen übernimmt, könnt ihr dieses von der Steuer absetzen. Und ist das nicht unser aller Traum, dass wir nach Hause kommen, alles ist erledigt und damit können wir auch noch Steuern sparen? Das ist doch eine wirklich tolle Vorstellung. Aber mal Spaß beiseite. Um in diesem Bereich die Schwarzarbeit zu bekämpfen, hat der Gesetzgeber das Haushaltscheckverfahren für Privathaushalte bei der Minijobzentrale ins Leben gerufen. Hier profitiert der Arbeitgeber von deutlich geringeren Sozialabgaben als bei den gewerblichen Minijobs. Ihr könnt in der Steuererklärung von der Zahlung des Gehalts für eure Haushaltshilfe und den Sozialabgaben 20%, höchstens 510 Euro geltend machen. Für alle anderen haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse, also zum Beispiel auch, wenn eure Haushaltshilfe mehr als 450 Euro verdient und für haushaltsnahe Dienstleistungen, ermäßigt sich die Steuer auf Antrag, was einfach nur bedeutet, ihr müsst es in der Steuererklärung angeben, um 20% der Aufwendung, höchstens allerdings um 4.000 Euro. Alle Arbeiten im Haushalt, die du gewöhnlich selbst durchführen könntest, aber sie vielleicht nicht kannst oder einfach keine Lust drauf hast und für die du dann einen Dienstleister beauftragst, können als haushaltsnahe Dienstleistung abgesetzt werden. Die meisten Hauseigentümer kennen diese Vorschrift und beteiligen den Staat an jeder Rechnung für Arbeiten, die rund um das Haus anfallen. Aber wusstet ihr zum Beispiel auch, dass ihr als Mieter einige Kosten als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend machen könnt und somit direkt Steuern sparen könnt? In der Betriebskostenabrechnung gibt es oftmals schon eine Aufstellung, welche Kosten als haushaltsnahe Dienstleistung oder als Handwerkerleistung geltend gemacht werden können. Wenn ihr sowas nicht vorliegen habt, sprecht einfach euren Vermieter einmal an. Es geht schließlich um bares Geld. Ebenfalls in Anspruch genommen werden kann diese Steuerermäßigung für Pflege- und Betreuungsleistungen. Also zum Beispiel, wenn bei euch jeden Tag der Pflegedienst kommt oder für Aufwendungen, die wegen einer Unterbringung in einem Heim entstehen, soweit darin Kosten enthalten sind, die mit denen für eine Haushaltshilfe vergleichbar sind. Bei den Handwerkerleistungen sind grundsätzlich Tätigkeiten begünstigt, die vom Hauseigentümer oder vom Mieter in Auftrag gegeben werden. Begünstigt sind dabei Erhaltungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Also zum Beispiel Arbeiten an Innen- und Außenwänden, Streichen oder auch die Reparatur und Wartung von Gegenständen, die in der Hausratversicherung mitversichert werden können. Also zum Beispiel die Geschirrspülmaschine, Waschmaschine oder der Herd. Nicht begünstigt sind Nebenleistungen zur Überwachung einer Renovierungsmaßnahme, also zum Beispiel, wenn ihr einen Architekten oder Statiker benötigt. Ebenfalls nicht begünstigt sind Gutachterleistungen, also zum Beispiel einen Gutachter für die Wertermittlung oder auch die Kosten für die Erstellung des Energieausweises. Von den begünstigten Handwerkerleistungen könnt ihr 20% der Aufwendung, höchstens 1.200 Euro in eurer Steuererklärung geltend machen. Ein paar wichtige Dinge gibt es noch zu beachten. Ein Abzug als Steuermäßigung kommt nur in Betracht, wenn die Aufwendungen nicht bereits als Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend gemacht wurden. Ebenfalls dürfen die Kosten nicht schon als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen abgezogen sein. Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen und den Handwerkerleistungen kommt ein Abzug nur für die Arbeitskosten in Betracht. Die Anfahrtskosten und Kosten für Verbrauchsmaterialien gehören auch dazu.
Nicht dazu gehören die Kosten für Material. Achtet darauf, wenn ihr die Positionen auf der Rechnung selbst zusammenzählen müsst, dass ihr am Ende noch die Umsatzsteuer mit aufschlagt. Versicherungsentschädigungen mindern die abziehbaren Aufwendungen. Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen müsst ihr ebenfalls darauf achten, dass ihr eine ordnungsgemäße Rechnung habt und die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt. Das ist ganz wichtig, denn das Finanzamt erkennt Barzahlungen nicht an. Noch ein kleiner Tipp. Bei den Handwerkerleistungen zum Beispiel sind maximal 6.000 Euro im Kalenderjahr abzugsfähig. Wenn ihr nämlich die 20% von den 6.000 Euro Aufwendung habt, kommt ihr auf den Höchstbetrag von 1.200 Euro. Wenn ihr also größere Renovierungsarbeiten habt und somit sehr hohe Kosten, empfiehlt es sich, den Betrag auf 2 Jahre zu strecken, zum Beispiel in Form von Vorauszahlung oder Ratenzahlung. Achtet ihr hier aber darauf, dass ihr auch bei zum Beispiel Vorauszahlung eine ordnungsgemäße Rechnung habt. Für die Eintragung in eurer Steuererklärung geht ihr wieder in den Mantelbogen. Dort tragt ihr in den Zeilen 71 bis 73, je nachdem, welche der begünstigten Leistungen bei euch vorliegen, eure Aufwendungen ein. Achtet darauf, dass ihr immer den Gesamtbetrag, also zum Beispiel bei den Handwerkerleistungen, den gesamten Lohnanteil eintragt. Das Programm bzw. das Finanzamt errechnen dann für euch den abzugsfähigen Betrag. So, das reicht aber auch erstmal wieder mit dem ganzen Steuerkram heute. Macht's gut, ihr Lieben! Liken, teilen, abonnieren!